Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Es ist der 18. Dezember, sprich das 18. Adventskalendertürchen öffnet sich und ihr seht schon, wir spielen heute eine Runde Subnautica, was ihr momentan bei Epic Games im Store kostenlos erhalten könnt. Ist normal sonst 20 € Game, also haltet euch ran, ist noch begrenzt verfügbar. Bei diesem Video handelt es sich hier um ein Video aus meinem Adventskalenderformat, wo ihr jeden Tag einen Game Key gewinnen könnt, darunter auch Rocket League oder Lego Jurassic World. Und als Hauptpreis verlose ich unter allen Videos im Dezember Jurassic World Evolution Vollpreistitel. Und ja, was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ihr zum Spiel keine Infos mehr verpasst, unter dem Video einen netten Kommentar posten, der zum Video passt, und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr dabei und könnt eben jeden Tag einen Game Key gewinnen. Viel Erfolg euch allen! Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ihr seht's hier, Subnautica am Start. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet, deswegen starten wir jetzt direkt einfach mal ein neues Spiel. Überleben, strande auf einem gefährlichen fremden Planeten, nutze Rohstoff und bekämpfe Hunger, Durst, um zu überleben. Freies Spiel wieder Überlebensmodus, ohne Hunger und Durst. Ja, komm, wir machen Überleben. Und gucken mal, was passiert. Ja, ich weiß wirklich gar nicht, was mich erwartet. Hab dazu noch nie ein Gameplay gesehen, hab keinen Trailer gesehen. Das Spiel wurde vorgeschlagen von euch. Danke dafür auf jeden Fall. Ich hätte es mir sowieso jetzt runtergeladen, weil ich habe ja den Epic Game Store und wie gesagt, da ist es momentan kostenlos verfügbar. Haltet euch ran, denn ich habe zumindest gehört, dass es ein gutes Spiel ist. Also ich habe zum Beispiel bei Hardy gesehen, dass er das öfters gestreamt hat, hier von wegen. Bei Twitter habe ich es halt gesehen, hier, ich stream heute wieder Subnautica, ihr habt euch das gewünscht und so, das kam so gut an. So, ich habe aber selbst nie im Stream reinschauen können, deswegen weiß ich nicht, was mich erwartet. Weiter mit beliebiger Taste. Unknown Worlds Entertainment präsentiert. Okay. Alles klärchen. Ich glaube, wir stürzen ab. Rettungskapsel. Jo, Rettungskapsel am Start und es explodiert alles. Alles klar. So. Sind wir das jetzt wahrscheinlich? Brennt, ja, müssen wir jetzt schon was gegen machen. Feuerlöscher? Komm, schnapp dir doch den Feuerlöscher. Drücke F8, um Fehler zu melden oder Feedback zu geben. Das ist wahrscheinlich jetzt for real Fehler, nicht irgendwie. Das ist meine Kapselfehler. Das starte Notfallmodus. Okay. Okay, wir sind auf einem fremden Planeten gelandet und sollen jetzt hier überleben. Das ist eine leichte Gehirnerschütterung. Das ist immer noch ein optimales Ergebnis. Diese PDA wurde im Notfallmodus mit nur einer Richtlinie neu gestaltet, dich auf einer fremden Welt am Leben zu erhalten. Detaillierte Überlebenshinweise findest du in der Datenbank. Viel Glück. Okay. Titan waren am Start. Mouse Sensitivity muss ich erstmal runterstellen. Die ist ja over 9000. Holy shit. Musiklautstärke machen wir noch ein bisschen leiser. Jetzt ballert die Musik gleich voll durch. Wahrscheinlich per Tastatur. Mausempfindlichkeit ist auf 15. O2-Gehalt ist bei 45. Ich weiß nicht, ob das gut, schlecht. Holy shit, sieht das episch aus. Aber das ist auf jeden Fall. Ist hier Wasser. Sehr viel Wasser. Da ist eine dicke Wolke. Ja, da sind alle verreckt und ich habe hier drin überlebt.
Alles klärchen. So, was müssen wir jetzt machen? Ins Wasser springen? Will nicht ins Wasser. Okay. Was haben wir hier denn? Seegleitefragment. Können wir das nehmen? Da konnten wir was nehmen. Säurepilze einsammeln. Okay. Können wir bestimmt essen. Klingt sehr schmackhaft. Oder auch nicht. Ja, was können wir jetzt hiervon essen, was nicht? Okay, schwimmen wir an die Oberfläche. 100%. So, was war jetzt hier denn für ein Loch? Ich wette, Riesenröhrenkoralle. Leute, da müssen wir reinspringen. Da muss ich rein. Oh, schade, ich dachte schon, das wäre jetzt so flupp. Weg sind wir oder so. Ah, es sieht auf jeden Fall schon mal sehr nice aus. Wobei ich sagen muss, die Optik so von wegen, die Optik so von wegen, mit der Kamera dran. Also mit der Kamera, mit der Brille um, also mit der Taucherbrille, finde ich jetzt nicht so cool, aber der Rest sieht, oh, sieht der Fisch cool aus. Ey, ich will nicht. Krieg ich den? Wahrscheinlich nicht. Der ist zu schnell. Leuchtet mir jetzt den Weg oder wie? So, ich muss wieder hoch. Jo, ich weiß. 6%, ja, das schaffen wir. Ganz einfach. So, da unten war aber noch was. Kalkstein. Kupfer ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamten strombetriebenen Ausrüstung. Deine Überlebenswahrscheinlichkeit hat sich gerade erhöht zu unwahrscheinlich, aber möglich. Okay. Ja, wir tauchen nochmal auf. Aber wenn ich was mache, ihr habt es gesehen, ist es schneller vor, ist mein Sauerstoff schneller weg. Da unten, das will ich noch. Metall oder so. Also wir haben ein bisschen Hunger. Das ist tatsächlich ein Problem. Oder ich denke, dass es ein Problem werden könnte. Ist die Musik wahrscheinlich ein bisschen zu leise. Sieht doch nützlich aus. Es funkelt, wir brauchen es ganz bestimmt. Problem ist aber, wir haben, gut, hier ist Metallschrott, den nehmen wir mit. Müssen wir wieder hoch. Was können wir essen und was können wir trinken vor allen Dingen? Okay, das ist alles ein einzelner Platz. Okay, dann können wir erstmal wieder davon ein paar fallen lassen, würde ich sagen. Baupläne. Gefiltertes Wasser, das brauchen wir doch gleich. Gepökelter Klubscher. Salzablagerung haben wir noch nicht. Okay, das heißt, das könnten wir dann langfristig gesehen essen. Bestandteile unbekannt. Desinfiziertes Chlorbleiche. Boah, keimfrei, aber Chlorwasser. Holy shit. Chlorbleiche haben wir das? Ne, das haben wir nicht. Salzablagen, Röhren, Korallenprobe. I, Aurora. Ja, das haben wir gesehen. Okay. Dann müssen wir wohl nochmal tauchen gehen. Gucken, ob wir Salz finden. Schrott. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Auch wenn wir nicht so viel Platz haben. Warum wird das Zeug denn nicht gestackt? Das wundert mich. Also, waren wir eben schon mal, da ist noch ein Fisch. Bumerang, neue Lebensform entdeckt hier, nice. Komm, wir gehen nochmal kurz hoch, auch wenn wir noch fast voll waren. So, wir brauchen Salzablagerung. Wo könnten wir so eine Salzablagerung finden? Das frage ich mich gerade wirklich. Windgras. Das können wir nicht nehmen. Scheibenkoralle, da können wir noch keine Probe, weil das stand hier eben irgendwas von Korallenprobe oder so. Da können wir noch nichts von nehmen. Ja, oh mein Gott, hören die sich witzig an. Und sie sehen auch witzig. Hat der mir Schaden gemacht? Ne, er macht Gift. Das macht mir aber garantiert Schaden. Okay, im Zweifel gehen wir wieder hier hoch. Und gucken mal, ob in unserem Boot was ist. Also in unserer Rettungskapsel.
Schädigte Kommunikatorreparaturwerkzeug benutzen. Fabrikator, Nahrung. Kochte Nahrung. Okay, wir können uns jetzt schon mal was kochen. Sehr schön. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure. Okay, der macht. Okay. Ressourcen, persönliches Geräte, Nahrung, Wasser. Okay, das heißt, Moment, wir können ja jetzt im Inventar, wir können den Fisch jetzt naschen. Ach, sehr schön. Das heißt, ich würde sagen, wir fangen erstmal ein paar von den Fischen. Wait, kann ich theoretisch, das muss ich jetzt mal sehen, kann ich das theoretisch das Zeug auch hier drin fallen lassen? Säurehaltiges Fleisch. Oh, Medkit. Medkit, wir könnten uns theoretisch auch heilen. Das brauchen wir erstmal nicht gut zu wissen, aber. Was kann ich denn mit dem anderen Zeug anfangen? Wahrscheinlich noch gar nichts. Okay. Dann müssen wir nochmal raus. Energie 68 von 75, das ist erstmal nicht schlecht. Ey, bleib doch. Ah, die sind zu schnell. Ich muss quasi ran und dann. Ey, die sind schneller. Also ich wollte mich veräppeln. Okay, den haben wir. Nee, zu den Fischen will ich nicht. Warum ist das mir gut gesonnen? Blasenfisch. Ja, neues. Okay, also wir haben eine Alienform gefunden und die soll uns jetzt dabei helfen zu überleben. Ja, Sauerstoff ist mir klar. Blasenfischnahrung, die einzige äußere Membran dient als natürlicher Wasserfilter. Oh, das heißt, ich kann mir jetzt. Oh, ich kann mir jetzt. Kann ich mir jetzt daraus was bauen? Kann ich daraus Wasser filtern? Holy shit, da ist meine Kapsel. Und es wird Nacht hierbei, das ist nicht gut. Inventar voll. Das war der Säurepilz. Ich dachte, das wäre ein Fisch. Holy shit, war das dumm. Und Membranfisch nehmen wir noch mit. So, wir müssen aber hoch. So, es ist Nacht, da will ich eigentlich wieder hier rein zurück. Ja, nice. Also jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal was zu essen. Und haben auf jeden Fall schon mal etwas zu trinken. Zumindest können wir uns eventuell einen Filter bauen oder so. Das muss ich jetzt nochmal schauen. Werkzeuge, Baupläne. Da! Gefiltertes Wasser. Das war auch das Gerät. Nahrung. Ah, perfekt. Wir können jetzt einmal gefiltertes Wasser herstellen. Okay, das macht ihr aus dem. Okay. Unlogisch, aber es ist okay. Persönliches Werkzeuge. Auftriebskörper, Blasenfisch und Silikongummi. Das heißt, wir brauchen Silikongummi. Das ist natürlich cool. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Stielauge, die können wir jetzt auch alle braten. Den Blasenfisch nehmen wir für das andere. Blumiger Geschmack jedoch nur dezent. Das Stielauge. Wollen wir noch was naschen? Ja komm, eine Sache können wir noch essen eh. Wenn man synthetische Nahrung gewöhnt ist, ist es ganz normal, dass man davon abgeschreckt wird, den Kadaver eines Tieres zu essen. So, damit haben wir doch wieder alles voll. Wasser nehmen wir natürlich auch noch. Okay, das ist gut. Haben wir auf jeden Fall auch noch gepökelte Nahrung. Aber solange das Ding hier funktioniert, aber ich glaube fast, dass es nicht immer funktionieren wird. Da will ich jetzt bei Nacht da unten rein. Ja, komm, auf geht's. Brauche ich hier Gummi, also. Silikon war das. Wir hier Kreaturenei sammeln. Oh oh. Die haben keine Akku auf mich. Haben sie das? Nee.
Fall haben wir was dadurch eingesammelt. Also wir haben das Ei eingesammelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war, so schlecht war. Weiß nicht, wie so eine Seekuh. So, wir gehen mal ganz kurz hoch und jetzt wieder runter, weil hier war noch was. Ob so einen Burschen hatten wir noch nicht. Hatten wir vielleicht schon. Du Fisch, wieso kriege ich dich nicht? Haben wir hier unten? Haben wir hier was Besonderes? Alter Verwalter! Höhlenschwefel. Der Schwefel ist, glaube ich, explodiert, als der Fisch dagegen gekommen ist. Das war nicht gut, weil ihr seht, unser Glas hat einen Macke drin. Jetzt müssen wir das Medkit nehmen. Alles klärchen. Was wir war. Okay, wir haben noch ein bisschen Platz. Das Kreaturenei, das große Kreaturenei braucht natürlich viel. Aber wo zur Hölle kriege ich das Silikon her? Weil ich kann ja hier noch nichts greifen oder sowas. War da drin? Ah, das ist nochmal so ein Dings. Den brauchen wir auf jeden Fall für Wasser. Ich bräuchte theoretisch, da waren wir schon. Das im Hintergrund, ja, das ist auch so Quarz. Ich bräuchte auf jeden Fall gleich mal etwas Heilung. Wir haben das Medkit, das will ich aber eigentlich nicht verwenden. Womit kriegen wir den noch? Den kriegen wir noch. So, und wieder rein da. Leider benutzen. So, wie können wir jetzt was anderes noch damit machen? Haben wir hier sonst noch was? Das Medkit? Ja, komm. Wir müssen uns das eigentlich geben, aber ich will. Ja, doch, komm. Das hat uns nicht mal voll gemacht. So, wir machen uns jetzt, würde ich sagen, Wasser können wir nicht herstellen. Gepökeltes Stielauge, ja, das passt. Fisch können wir uns theoretisch noch einen kochen. Machen wir unseren Glubscher. Dann sind wir da zumindest erstmal wieder versorgt. Aber was haben wir jetzt noch für Baupläne bekommen von den Eiern zum Beispiel? Auftriebskörper, den haben wir eben schon gesehen. Reparaturwerkzeug, Höhlen, Schwefel, Titan. Titan haben wir tatsächlich dabei. Silikongummi. Batterie haben wir keine. Okay, also das würde ich. Eine Leuchtfackel bringt uns jetzt erstmal nichts. Titan haben wir nur einmal dabei. Schwimmende Luftpumpe. Ein schwimmendes Gerät. Luft in Leitungen pumpen. Dient als Startpunkt für ein Leitungssystem. Oh, das heißt, wir können ja Leitung. Wir können uns eine Leitung legen und dann können wir länger unter Wasser bleiben. Mobile Fahrzeugstation. Wasserdichter Behälter. Sehr schön. Also, es ist sehr, sehr viel, was wir hier machen können. Wir können uns auch komplette Häuser bauen. Habe ich jetzt nicht zugehört. Ich würde sagen, wir schwimmen mal in die Richtung. Jetzt, wo es Tag ist, das machen wir noch. Oh ne, die Viecher, ich brauche auch da jetzt keinen von. Wir hier dran. Okay, Schwebe. Metallschrott brauchen wir erstmal, glaube ich, keinen. Hier noch, das ist auch was Neues. Adrige Nessel. Jo, Sauerstoff. Alles gleich. Ich glaube, wir können gar nicht zu dem großen Schiff, zum großen Raumschiff schwimmen. Kommen wir näher? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann schwimmen wir mal wieder runter und gucken mal, was wir hier noch so entdecken können. Oh, der Schatten von uns. Fallschrott, Inventar ist voll, das passt. Oh nee! Wo kommen die denn immer her?
Ich muss los. Alter, jetzt auch noch Sauerstoff. Jetzt wird's knapp. 3%. Nächster Tick sind wir sauerstofflos. Das war knapp. Aber die Höhlen sind schon ultra gefährlich. Vor allen Dingen, solange man nichts zum Heilen hat, ne? Aber dafür ist bestimmt gutes Zeug da drin. Kommt denn hier das? Muss ganz schnell was loswerden. Was tun wir denn weg? Säurepilz, die waren am Anfang häufig zu bekommen. Ja, okay, jetzt sind wir safe rip. Können wir hiermit was anfangen? Ja, damit können wir was anfangen. Ich hab's fast gedacht, ey. Ich bin so ein Lacker. Hirnkoralle macht also Sauerstoff. Okay, nice. Dann sind wir da schon mal zumindest von der Seite safe. Das Ding können wir nichts mit anfangen. Harz brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das Kreaturenei. Wie groß ist das bitte? Okay, ich habe die falsche Taste gedrückt. Nevermind. Alter, dein Bruder. Ich weiß auch nicht so ganz, was wir gegen die Dinge machen sollen. Wenn das nächste kommt, sind wir down. Aber ich will jetzt noch gucken, ob hier unten nicht doch noch was Nützliches ist. Ja, Sauerstoff, ich weiß. Warum produziere Sauerstoff? Sehr schön. Nochmal. Komm, mach nochmal Sauerstoff. Ja, perfekt. Also die Dinge helfen halt schon mal, ne? Oh mein Gott, wir sind down. Okay, wir sind nicht down. Das Ding geht zwar aggro da unten, aber hat uns nicht gehittet. Okay, so, wir sind wieder an der Wasseroberfläche. Wir sind ganz schön weit weg von unserem Schiff. Haben wir noch neue Baupläne? Nee. Würde Strahlungswerte in der Umgebung festgestellt. Die Tendenz entspricht dem Schaden am Antriebskern der Autor. Ah, das war das. Hilfe ist ein wesentlicher Bestandteil. Okay. Was war das noch hier? Fortgeschrittene Tiere, fremde Eier. Es gibt Hinweise. Also, wir schwimmen jetzt mal zurück. Und ich denke, das war's dann auch für die erste Folge Subnautica. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Mich würde interessieren, kennt ihr das Spiel? Habt ihr es selbst schon gespielt? Und ladet es euch auf jeden Fall kostenlos runter. Es ist momentan kostenlos, auch für einen gewissen Zeitraum. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich würde gerne mal wissen, wie ihr es fandet, ja, und ob ich davon mehr bringen soll. Denn ja, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich ein kostenloses Abo da seid, wenn ihr jetzt irgendwie durch dieses Video auf meinen Kanal gestoßen seid. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag und es wäre cool, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.